Leute, willkommen zurück hier in Alexandria und ich habe hier doch etwas vergessen, nämlich die letzte Stellatia, den Löwen. Wie konnte ich den nur vergessen hier? Ich hätte ihn schon viel früher holen können, er ist nämlich bei der Werft mehr oder weniger in der Nähe. Dort, wo man mit dem Schiff rausgefahren ist, hätte ich zurückgehen können und ihn holen können. Das war noch auf CD2, glaube ich sogar. Halleluja. Und Alexandria hier hinten beim Schloss steht auch ziemlich... Naja, zerstört aus, sag ich mal. Ziemlich zerstört. So, habe ich jetzt alle Stellatia hier. Und ich weiß jetzt auch, wo der Artura ist. Wow, lag. So, wieder gefangen. Ja, gute Sache. Warum muss ich immer das Aufnahmeprogramm neu starten, wenn es laggt? Ich hab da irgendetwas, ne? Da läuft irgendwas falsch, aber so ist es normal. Wenn ich schon mal zur Artura gehe, kann ich ja auch eine Kuponus abgeben, die ich mit dabei habe. Der gute Artura ist nämlich in Burmesia, dort wo es immer regnet. Selbst jetzt, Leute, regnet es. 3 CDs später, seitdem ich das erste Mal besucht habe. Oh, Burmesia, mir gefällt dieser Ort. Natürlich ist die Kuponus-Abgabe in der Gizmalukas-Grotte. Die kennen wir ja schon zu Genüge. Und ich glaube, dort haben die zwei Mogris auch endlich mal wieder Nachwuchs, ne? Die zwei Turteltäubchen, sag ich mal. So, eigentlich müsste ich auch von hier zur Gizmalukas-Grotte kommen. Moment, rückwärts, vorwärts, landen. So, falls hier ein Random-Kampf kommt, wird das ziemlich krass werden. So, war das hier oder war das woanders? Ah! Was? Quizmaster? Okay. Den wollte ich jetzt zwar nicht, aber ich sehe ihn als willkommen an. Quizmaster! Ich wollte ihn gar nicht, aber okay. Nehme ich mal an. Der kommt in letzter Zeit irgendwie öfter, ne? Showtime! Quiz Nummer 10 von 15. Schloss Limblum ist größer als Schloss Alexandria. Auf jeden Fall, das ist ja riesig, das Schloss. Das ist noch nicht nur riesig, das ist einfach nur what the hell groß. So, Volltreffer! Das war eine einfache Frage. 5000 Gil gibt es dafür. Oh, das Gil kann ich noch immer gebrauchen. Denn bevor ich den magischen Finger kaufen kann bei Trainer, muss ich mir das Haarband kaufen und das ist verdammt nochmal teuer. Sag ja, über 80.000 Gil haben die da geboten, da bin ich rausgegangen. Wie ich rausgegangen bin, war einer mit 85.000 Gil und das war schon auch etwas heftig. Okay, ich finde den Eingang gerade nicht von dieser Seite. Aber dann stellt euch vor, ein Haarband, auch bekannt als Schleifwerfer, 85.000 Gil, das ist schon etwas crazy vom Preis her. Vor allem, weil die Schleife hier nicht die Effekte hat wie in anderen Final Fantasies. Final Fantasy, Punkt. Dass sie nämlich alle Zustände aufhebt bzw. verhindert. Hier in diesem Final Fantasy, nein, tut sie leider nicht. Sie gibt aber geile Statuswerte, wenn sie ausrüstet. Problem ist, nicht jeder kann sie ausrüsten. Ach man, diese Musik, ich habe sie vermisst. Gizmalukas Grotte ist einfach so geil, Leute. Ich bin schade, dass ich sie nicht öfter besucht habe. Finde ich wirklich schade. So, Attacke! Die sind so schnell weg, das klappt ja gar nicht. Ups! Zidane mit seinem Stärke-Bonus geht er voll ab. Fast 6000 Schaden. Ey! Okay, das ist interessant, dass diese Vögelchen das Element Wind absorbieren. Wusste ich gar nicht, aber man lernt nie aus. Und Auge im Auge gemastert. Oh yeah. Ich finde es toll, wenn man pro Kampf so viele Ability-Punkte bekommt und nicht so viele Erfahrungspunkte. Das hat irgendwie Style. So, hallo. Und hier sind jetzt drei kleine Mogris. So, oh, der ist richtig putzig. Okay, passt schon. Na dann, Kuponus schenken und dafür gibt es ein Aloha-Hemd. Das Aloha-Hemd, ich glaube, das ist eine Ausrüstung, ja, ziemlich krass sogar.
Lass mal sehen, wer kann das eigentlich ausrüsten? Aloha. Ah, hier. Naja, man merkt, dass dieser Ausdruck ziemlich krass ist. Abwehr von 1. Vielleicht ein tropisches Gefühl als Beschreibung. Ich glaube, wenn man das ausrüstet, ist das im Kampf sogar dabei. Wisst ihr was, Leute? Das probiere ich aus. Da war doch was. Ich hätte gerne noch einen Coup-Bonus. Das Aloha-Heim ist sowas von unnötig, aber nehmen wir mal mit. Ich glaube, das sieht man jetzt im Venom-Kampf. Bitte, Venom-Kampf. Hallo, wenn man einen braucht, kommt keiner, ne? Danke sehr. Schauen wir mal, ob man das Aloha-Heim jetzt im Kampf sieht. Weil eine Abwehr von 1 ist schon etwas crazy. Nee, das merkt man leider nichts von. Schade. Aber es hätte irgendwie gepasst. Dass das Aloha-Hemd jetzt hier irgendwie grafisch auftaucht. Ich meine, warum soll ich eine Ausrüstung anlegen, die eine Abwehr von 1 hat? Das heißt, physische Angriffe machen extrem viel Schaden auf euch, Leute. Und beim Level Up gibt es nicht mal einen Zusatzeffekt, soweit ich mich erinnern kann. Es ist einfach nur da. Könnte man sagen. Es ist einfach nur da. So, das ist auch Bedeutung, oder? Nein, hat sie nicht. Gut, das klingt das gemacht. Genau, Auge im Auge. Moment. Apotheker Bezli. Gib das mal weg hier, bitte, Steiner. Ich will wissen, ob die gute Freude was lernt bei der Rüstung. Nein, tut sie nicht. Dann kann ich auch den Draco-Panzer ausrüsten. Gute Sache. Dann haben wir hier immer Revlek. Hier bei den Handschuhen gibt es nichts zur Zeit. Der Stechhelm ist der beste Helm. Heilige Pickel wird noch gemastert. Und hier wird auch noch fleißig daran gearbeitet. Und der gute Zidane ist eigentlich schon fast fertig. Und wow, was ein Lag. Das war jetzt richtig krass, Leute. Oder lass mal sehen, ist Xidane fertig hier? Jo, sieht gut aus. Hier auch. Hier definitiv. Auch fertig. Und bei der Waffen sowieso, ja. Ja gut, der Xidane ist fürs erste fertig, aber ich kann ihn leider nicht auswechseln. Ich würde es gern tun, Leute. Knallhart. Erstens, er ist ziemlich overlevel, der gute Xidane mit Level 51. Ja. Zweitens, er hat fertig gemastert. Da würde ich gerne mal auswechseln. So, Kuponus abgegeben. Und jetzt heißt es auf noch Burmeshia, Leute. Mit dem Rückwärtsgang der Invincible, weil umdrehen würde viel zu lange dauern. So. Rückwärtsgang. Na komm. Juhu. Seid ihr schon mal rückwärts geflogen mit deinem Luftschiff, Leute? Das hat irgendwie Style. Und es dauert viel kürzer, als wenn ich zu Fuß gehen würde. Weil zu Fuß kommen auch noch Venom-Kämpfe. So, Artura war ziemlich weit oben. Aber trotzdem, ich kann die Musik genießen. Ich bekomme jedes Mal bei dieser Musik mit dem Regen Gänsehaut. Nochmal, ich wollte noch länger anhören. Dann halt nicht. Falls jetzt ein Drachengegner ist, kann ich mit Freya ihn umbringen, weil dann verstärkt sich eine Technik bei ihr, was sehr geil ist. Und in diesem Fall ist es sogar ein Drache. Ein Hinterhalt. Ältere Gegner wirkt trotzdem. So, dass nicht so lange dauert. Technik. Augen auf! Und dann Attacke, und dann soll das eigentlich reichen. Juhu, Feuer! So muss es sein. Oh, Lille bekommt Schaden ohne Ende. Augen auf ist eigentlich... Alles wird umgedreht im Kampf. Das heißt, Feuerreihe nach hinten. Und der Gegner hat auf einmal den Nachteil. Kostet 2 MP. Ist gar nicht mal so ohne, falls ein Gegner von hinten angreift, diese Technik. Weil da wechseln alle gleichzeitig ihre Position und da braucht man keine extra Runde mehr. Ist eine ziemlich geile Technik irgendwie. Aber ich nutze sie selten. Weil so selten Gegner von hinten kommen. Aber sonst ist die Technik wirklich cool. Ach, Gänsehaut bei dieser Musik. Hurra!
Das hat einfach was hier. Oh yeah, Atmosphäre pur. Wisst ihr noch, wie hier die Bumische Leute waren und geflüchtet sind von Kucha und seinen Schergen, Schwarzmagiern damals? Das waren noch Zeiten. Ach, ihr drei seid es. Gegner, die mich versteinern können? Weg mit euch! Ich will euch nicht sehen. Schnaps! 3000 Schaden fast. Gemacht! Ja, jetzt haben wir ruhig gemacht. Ich bin fast immun davor. Nur die Freier ist nicht immun vorher gemacht. Weil sie kein Auto hast hat. Ups! Ich sollte mal der Stärke-Bonus raushauen. Weil auf Dauer kostet das viel MP und... Warum absorbieren alle das Element Wind? Was ist da los? Haben die so viel Wind oder so? Das ist richtig krass. Ich absorbiere Element Wind. Hey, ich auch. Hey, ich auch. Ist doch keine schlechte Idee, oder? So in die Richtung. So, meine Stärkpunkte brauche ich jetzt nicht. Weg damit. Dösen brauche ich auch nicht. Wilhelm Taylor, ja, vielleicht. Das Ray. Vielleicht noch. Vielleicht noch den guten... Nein, wo haben wir es denn? Ich hab's doch eben gesehen. Holzauge. Holzauge ist ganz einfach. Kämpfe von hinten kommen seltener. Also im Nachteil. So, hallo Artura. Ich hab für dich einen Brief. Ein Brief von Kupo? Was da wohl drinsteckt, Kupo? Von Kupo Arturo. Also ich habe gehört, dass der Grund für den Ausfall des Mucknetz irgendein Problem mit der Maschine dort sein soll, Kupo. Man hat mir gesagt, das sei eine besonders empfindliche Maschine, Kupo. Und soll etwas fehlen, das zum Betrieb der Maschine unbedingt nötig ist. Daher können auch keine Briefe mehr zugestellt werden, Kupo. Aha. Wenn diese Maschine also wieder geht, kommt dann wieder Briefe, Kupo. Nimm das zum Dank, Kupo. Kupolus, danke sehr. Und gib mir auch einen kleinen Brief. Damit scheint wohl das Rätsel um das Mucknetz gelöst, Kupo. Ihr gebt diesen Brief an Momo. Natürlich gebe ich den Brief an Momo. Und hast du irgendwas für mich zum Kaufen, mein Guter? Ach, hier kann man die Zipfelmütze kaufen. Ich hätte irgendwie Lust, gerade 99 Zipfelmützen zu klopfen, Leute. Irgendwie. Wie kostet das denn? 99? Und mit denen kann ich schön wieder Geld machen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Denn ich brauche das Geld. Noch immer, wie gesagt. Zauberkuras vielleicht noch. Okay, brauche ich nicht mehr. Ist schon so lange her. Ah, Zelte sind wir schon im Ausgang. So, 10. Passt wieder. Danke sehr. Ein Brief an Momo. Das müsste der... Moment, Liste, Liste, Liste. Bei den Schwarzmagiern sein. Ah, okay. Der Momo ist bei den Schwarzmagiern. Okay. Ihr merkt, ich habe mir wirklich jede Einzelheit hier aufgeschrieben. Wirklich jede. Ich hatte da mal Langeweile. Und habe so ziemlich alle Rätsel rausgesucht, die es im Final Fantasy 9 so gibt. Die meisten habe ich selbst rausgefunden. Es gibt nur ein paar wenige, die ich erst vor ein paar Jahren rausgefunden habe, wie ich das Internet bekommen habe. Ist schon etwas länger her, Leute. Also nur macht euch keine Sorgen. Länger als wie 10 Jahre, sicher. Plus minus ein bisschen was. Und dieser Random-Kampf, der nervt mich. Okay, dann kann ich die Kupolos abgeben. Da bekomme ich noch etwas Lustigeres. Das wird jetzt immer spaßiger, was ich jetzt bekommen werde. Und er macht Hammer. Hey, das ist eine Blaumagie, die ich noch nicht habe. Aber es ist jetzt schwer zu kriegen, weil nur dieser Gegner sie kann. Zieht MP ab. Ist eher was für Queener, ne? Und gegen Gegner, die sehr viel zaubern. Aber ansonsten ist diese Blaumagie, naja, nicht zu gebrauchen, finde ich. Wenn sie wenigstens MP abziehen würde, also an sich selber wieder zurückschicken. Aber nein, sie zieht nur MP so ab, dass der Gegner einfach weniger zaubern kann. Leider. Oh, und schon wieder die Musik vorbei. Ich glaube, ich werde mich hier mal hinstellen eine Stunde lang. Einfach so. Um die Atmosphäre zu genießen von Bumishi, die einfach nur geil ist. Oder ich suche es mir raus. Das Musik, ja, das kann ich auch machen. So, Kupolus abgeben. Jetzt wird das ziemlich lustig mit der Kupolus, Leute. Heute haben wir einen ziemlich kupoigen Part, würde ich mal sagen.
Und dann geht's auf zur Dorf der Schwarzmagier. Und da werde ich wieder eine Kuponus bekommen. Ich habe X gedrückt zum Eintreten zur Tür. Tritt die Tür ein! Putz! Nein, es kommt ein Random-Kampf vorher noch. Na gut. Ach, hier gibt es auch schon Mordmole. Das ist mir neu. Ich dachte, die wären nur auf dem nördlichen Kontinent. Okay. Ich rufe Odin! Dann fresse ich einen Blitzgar! Autsch! Hat er fast schon Schaden gemacht, 688. Hey, Zustand Schlaf, geil! Und jetzt nicht mehr. Ja, Zustand Schlaf ist zwar nett, aber man, jedes Mal, wenn man den Haut wieder angreift, ist er wieder da. Ups! Wie heißt denn, er ist wieder wach? Das Gute ist, nur seine ATE-Leiste ist resettet, wenn er schläft. Was sehr interessant ist. Das heißt, der Gegner wird mehr oder weniger kurz auf Stopp gesetzt. Was irgendwie geil ist, wenn man mal drüber nachdenkt. So, jetzt aber, ohne einen Schritt zu gehen, in die Gizmolukus-Grotte rein, damit mir keiner mehr in die Quere kommt. Die Musik werden wir heute noch öfter hören, habe ich das Gefühl. Ich werde jetzt jede Kuponus, die ich jetzt noch kriege, abgeben, auch wenn es zwar von Nachteil mehr ist, aber egal. Hier bitte der nächste Kuponus für dich. Herzlichen Dank, Kupo. Ein Zelt? Was? Was? Okay, dann halt nicht. Tschüss. Ein Zelt. Puh, wie nutzlos. Dagegen ist das Aloha-Hemd ja schon wertvoll. Was eine Abwehr von immerhin 1 hat. Okay, Zelt ist zwar nett zum Heilen, aber ich hätte jetzt wirklich was Besseres erwartet. Irgendwas Lustigeres. Bei diesem Mogri bekommt man nur lustige Sachen heraus. So, auf zu dem Dorf der Schwarzmagier, Leute. Die nächste Kuponus abgeben. Und das ist kein so weiter Weg. Vielleicht habe ich auch Glück und es kommt der Quizmaster in die Quere. Das wäre geil. So, oh, das war jetzt ziemlicher Dreheffekt, aber okay. So. Schwarzmagier, ich komme wieder zu euch. Wisst ihr was? Ich hole mir den Schokobo. Dann kommt wenigstens nicht so schnell ein Random-Kampf. Ist zwar ein bisschen weiterer Weg, aber es dauert nicht so lange dann. So, Schokobo von der Eisinsel, bitte hier rüber. So, danke sehr. Ich könnte jetzt natürlich auch bei diesen Moresten wieder Frösche hier jagen, aber würde nach meiner Meinung irgendwie nichts mehr bringen. Ihr könnt es machen, wenn ihr wollt. Ich habe keine Lust mehr dazu. Ganz knallhart. So. Dorf der Schwarzmagier. Und die Momo war rechts hinten neben den Schokobo. Dumm, 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 dumm. So, hallo. Momo. Ja, will ich einen Brief. Ein Brief von Arturan, vielen Dank, Kupo. Von Arturan, Momo. Da in letzter Zeit keine Briefe mehr zugestellt werden, liegt daran, dass die Maschine in der Mogni-Zentrale kaputt zu sein scheint, Kupo. Aber wie kann man sie wieder zum Laufen bringen, Kupo? Vielleicht braucht es dazu irgendetwas Spezielles, Kupo. Irgendetwas Spezielles, Kupo? Vielleicht. Nimm das zum Dank, Kupo. Kupo, los! Hast du noch einen Brief? Damit scheint wohl das Rätsel um das Mognet gelöst, Kupo. Hier geht es Brief an Coolmog. Ach, wo war der denn? Schloss Ibsen. Oh, okay. Gleich am Eingang. Okay. Ich habe mir wirklich jede Einzelheit aufgeschrieben, weil es gibt ja 2 Mokris im Schloss Ibsen. Das hätte auch der andere sein können, ne? Und wieder eine Kuponus bekommen und die gebe ich jetzt wieder ab. Hin und her, das ist ganz schön hartnäckig auf Dauer. Aber wir haben ja Zeit, Leute. Nur kein Stress hier. So. Whoops. So geil an goldenen Schokobo, dass er einfach überall hin kann. Egal, wo ihr ihn wollt.
mit dem goldenen Schokobo kommt ihr dorthin, wo ihr hin wollt. Apropos, ich muss noch ein paar Schätze mit dem Schokobo sammeln, ne? Nämlich 3 Stück. Schatzkarten muss ich einsammeln und dann muss ich auch noch die Schätze finden, das gar nicht mehr so schwer ist, weil es nur noch die 3 letzten sind. Und den krassesten habe ich schon, das war das Meer. Puh, das war einfach nur crazy. Ansonsten nichts mehr. Es müsste doch auch hier oben irgendwo einen Eingang zu diesem Lucas Potter geben. Wo war der nochmal? Das wäre nämlich eine nette Abkürzung. Moment. Jetzt habe ich verflogen. So. Puh. Mal Glück gehabt. Ich habe einen Weg wieder gefunden. Yay. Oder was? Ja, so in die Richtung. So, die nächste Kuponus. Und ja, ich mache heute mal nichts offscreen. Einfach weil man. Dass man dann sieht, dass das eigentlich ganz schön viel Arbeit ist, wenn man alle Kuponüsse abgeben muss. Jedes Mal, wenn man eine Kuponus bekommt, irgendwie zurückfinden zu Gieselmalukes Grotte und die Kuponus abgeben. Und das ist ziemlich nervig auf Dauer. Auch wenn hier geile Musik ist. Und dafür gibt es eine Phoenix-Daune. Okay, danke sehr, mein lieber Mogri. Ich gehe wieder. Und jetzt heißt es auf zu Schloss Ibsen. Das war das Schloss, wo alles irgendwie verkehrt herum war. Okay, fast alles. Und wo ich nur mit dem Magier durchgegangen bin. Warum denn nicht? Ist doch nichts dagegen gesprochen, ne? Wenn ich hier mit normalen Leuten durchgehen würde. So, ups, und weg. War das schon alles? Ja, das war schon alles. 51 Erfahrungspunkte. Boah, das ist ja richtig viel, was ich hier kriege. Das ist ja rekordverdächtig. Fast, zumindest. Hier arbeitet jemand. Egal. Ich hoffe, ihr werdet das nicht zu laut hören. Weil letztes Mal habe ich schon gemerkt, da war ein Hintergrundgeräusch, wenn man ganz genau hingehört hat, dass da jemand gebohrt hat. Und ich konnte es nicht entfernen. Ich hoffe, das wird deckt alles hier. Schau, Schloss Ibsen. Nein, war das der Schrein? Ibsen. Okay, das war doch da oben, ja. Ich habe mich gar nicht mehr sicher, ob es die untere Burg war oder die obere. Whoops! Und wie man merkt, ich nutze wirklich selten den Autopiloten. Bis jetzt nur einmal bei diesen Schiffchen. Einfach weil ich so schnell unterwegs bin. Und hier ist eine kleine Insel. Ja, die irgendwie nichts zu bedeuten hat. Genauso wie die Insel auf der Mittelkarte. Die man eigentlich nur mit dem goldenen Chocobo erreichen kann. Nur mit dem goldenen Chocobo, soweit ich weiß. Mit der Invincible dürfte man dort auch nicht hinkommen. Werde ich gleich mal checken. Obwohl... müsste irgendwie doch gehen. Muss ich mal gucken. So, Hochburg Ibsen. Und falls jetzt ein Wendungkampf kommt, wird es ziemlich lustig. Und auch hier ist es ziemlich nebelig geworden, Leute. Hallo, mein lieber Coolmog. Ich habe einen Brief für dich. Oh, einen Brief? Vielen Dank, Kupo. Von Moment, Coolmog. Ich hörte, dass die Maschine im Mognet nicht funktioniert, Kupo. Da ist wohl dieses Zeug ausgegangen, Kupo. Nun, wo kriegt man jetzt Neues hier, Kupo? Es ist ja sehr selten, wird also nicht einfach welches aufzutreiben, Kupo. Dieses Zeug? Oh! Nimm das zum Dank. Ein Zeug? Eine Bitte, Kupo. Wir geben diesen Brief an Mois. Okay, mach ich. Okay, da war der Eingang der Fossilienmine. Alter, da komme ich ja nur mit Quina hin. Ja, wirklich nur mit Quina. Denn... sonst kommen wir doch nicht hin. Und es ist nur ein Humorast gemeint, wo die Fossilienmine ist, ne? Eingang der Fossilienmine. Das ist fies, Leute, wenn man da drin muss. Der Mois, der ist nur dort. Ich glaube, ich habe ihn bis jetzt auch nur einmal gesehen oder so, ne? Todesurteil. Ich verzieh mich. Und tschüss. Ich verzieh mich, habe ich gesagt. Also, ciao. Ich will mal sehen, wie viel Schaden die gute Lilia macht mit ihrer Waffe.
290 und heilt sogar. Ja. Ich sag ciao. Wahnsinn! Ciao. 197 Kill verloren. Nein, viel zu viel. So, dauert viel kürzer, als wenn ich jetzt den Kampf so machen würde. Weil das wäre ziemlich lang gegangen, weil ich keinen Schaden mache mit den Waffen, die ich jetzt habe. Da müsste ich wieder umrüsten vorher. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Und ich bin eh schon wieder heraus aus Burg Ibsen, also wäre es egal gewesen. So, also in Kusma Rast. Aber erst Kupnus abgeben. Ganz knallhart bleiben hier. Wahnsinn! So. Nebenbei, was ich hier gerade mache, ist eine Art Zeitquest. Ist natürlich klar. Und man bekommt dafür natürlich auch was. Ist ja nicht so, als wäre das nutzlos. Sind halt Zeitquests, ne? Die sind immer ein bisschen extra. Juhu! Hierher gekommen, ohne einen Berg zu streifen. So muss es sein. So. Etwas näher ran. Komm. Und jetzt landen. So nah ran wie möglich. So. Okay, es wären noch ein paar Millimeter gegangen, aber wir wollen jetzt nicht zu übertreiben. Dam. Mir gefällt Musik. Ich lass mir mal ein Liedchen einfallen für diese Melodie. Einfach weil mir langweilig ist. Und langsam nervt diese Wendung, Kämpfer. Langsam. Die können ja nicht mal was. Ich frage mich gerade, ob Odin die sofort umbringt. Also mit Tod. Weil eigentlich sind sie untot, die Freunde hier. Okay, einer ist weg. Mit Tod. Die anderen zwei haben Schaden bekommen. Und gar nicht mal wenig. Drakokaran gemastert. Na endlich. Das ist eine der teuersten Sachen, soweit ich weiß. Und Moment. Ability. Ups. Ländern weg, konzentrieren weg. MP50 an. So. Brauche ich unbedingt die MP50%. So. Drako kommt fertig. Und somit wäre alles gemastert in Waffen für Freier. Gut, kann ich wieder die beste Waffe ausrüsten, die sie hat. So muss sein. Und immer Reflex ist auch bald gemastert. Ja, das Mastern geht hier ziemlich flott jetzt voran. Obwohl ich bei allen Charakteren ein bisschen hinten war, kam mir vor. So, bitte. Kupunus, und da gibt es eine weitere Phoenix-Daune. Ja, noch eine. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Phoenix-Federn. Phoenix-Daune. 43? Na, da würde mehr gehen sogar. Und was zur Hölle? Ich bin doch nur ein paar Schritte gegangen. Na gut, muss auch sein, hast recht. Jeder Random Kampf ist willkommen hier, weil er kaum Erfahrungspunkte gibt und Ability-Punkte ohne Ende brauche. Oh yeah. So, Freier, erledigt diese Dame, sag ich mal. Also dafür, dass es die beste Waffe für Freier ist, macht sie irgendwie wenig Schaden. Und die hinteren Reihe steht sie auch nicht, aber mit dem Hochsprung als Ability macht die gute Freier auch verdammt viel Schaden. Ich glaube so 5000. Mehr als wie das Doppelte, also. Und das ist schon ziemlich krass, vor allem wenn man in die hintere Reihe stellt, bekommt Freier nicht mal ja, weniger Schaden und mit Hochsprung macht sie Schaden. Was einfach nur krass ist. So, okay. Ich komme nur mit Quina dahin. Das heißt, ich fliege mal dorthin. Ups. So. So. Drücke die gute Viereck-Taste. Und wechsle die Gruppe. Nur wenn soll ich raus tun? Ach, Lilia. So. Dauert eh nicht lange. Ich muss eh nur durch den Morast. Man kommt wirklich nur mit Quina dorthin. Ich habe es mal ausprobiert, ohne Quina dorthin zu kommen, Leute. Nein, geht nicht. Spätestens auf CD2 erhält ihr Quina, Leute. Weil da müsst ihr sie bekommen, sonst kommt ihr nicht durch die Fossilienmine.
Dann denkt man sich, hey, hätte ich den Betrag denn nicht vorher schon kriegen können? Yeah, ja, hättet ihr. So, das war hinter Quans Haus, soweit ich mich erinnern kann, ne? Jupp. Hinter Quans Haus. Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Den Mock Michel, den Mock Müller. Die zwei unterhalten sich noch immer, wie das Spiel funktioniert, obwohl wir schon auf CD4 sind. Und nein, es gibt keine Frösche mehr, Quina. Ich hab aber Hunger! Nein! Da schaut Quina so richtig bedrückt rein. So, womit habe ich das verdient? So. Die Fossilmine war da hinten. So. Da, da, da. Und hier bist du, ne? Der Mäus. Und nur hier ist der Gute. So. Ein Brief von Coolmob? Korrekt von dir. Vielen Dank, Kupo. Jetzt weiß ich Bescheid, Kupo. Wir bauen dieses Zeug, um das Smogte zu reparieren, Kupo. Ich denke, Mäus weiß, wo wir es finden können, Kupo. Das ist er selber, der den Brief liest. Haben wir es erst einmal, dann ist das Smogte schnell wieder flott gemacht, Kupo. Haben wir erst einmal das Zeug? Um was geht's da eigentlich, Kupo? Er überhaupt keine Ahnung. Seid mal so gut und bringt Moklea diesen Brief von mir, alles Kupo? Okay, alles Kupo. Moklea, Moklea. Liste? Oh, in Dagoero. Oh, das ist fies. Wenn man den Ort noch nicht kennt, dann sucht man ewig nach diesem Mokri. Das ist richtig fies. In Dagoero, also. Nein, Quina. Es gibt nichts zu essen. Nein. Ganz knallhart. Muss man auch sein bei ihr. Oder ihm. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Oder... Nein, über das wollen wir gar nicht nachdenken. So, jetzt aber raus hier. So, also in Dagoero. Da kann ich auch die Queen mal mitnehmen. Weil es kommt da wahrscheinlich eh kein Random Kampf. Dum, dum, dum. So, Moment, jetzt kommt einer. Nein, doch nicht. Ha, nochmal Glück gehabt. So, whoops, und wieder natürlich die Kuponos abgeben. Meine Güte, hier fliege ich aber heute viel herum. Whoops, miau. Ach, meine Güte, ist das träge. So, stell mich mal so her. Das ist ein bisschen kürzer, so Gizem Lukes Grotte. Ich muss mich nicht mal bewegen. So. Und dann geht's auch nach Dagoero, um den nächsten Brief abzugeben. Aber ihr glaubt langsam selber... Moment. Falsch rum. Ich glaub, ihr merkt selber, wie nervig das mit den Kuponüssen hier ist. Vor allem, weil ich hier nicht schneide. So, hallo Kupo. Bitte sehr, schenken. Und dafür gibt's eine weitere Phönix-Daune. Ja, hast du noch mehr davon, mein Freund? Ich glaub, zwei würde er mir noch geben oder so. Dann würde was Neues kommen. Da war mal was. Ah, ich begrüße die Phoenix-Daunen. Ich kann jede einzelne gebrauchen, die er mir gibt. Ganz im Ernst. Weil das ist sehr interessant. Je mehr Phoenix-Daunen ihr im Inventar habt... Soll ich es sagen? Ich sag mal, es hat mit Eiko zu tun und mit dem guten Phoenix. Und wow, ich bin gerade durch die Invincible geglitscht. Geil. Hatte ich auch noch nie. Dass ich durch die Invincible gegangen bin. Einfach mal so auf der Overworld. Das ist mir noch nie passiert. Ganz im Ernst, Leute. Das nenne ich mal geil. Einfach mal so durch die Invincible gehen. Ja, also sonst wäre es nicht vorhanden. Moment, bitte andere Kameraansicht. Kann ich nicht einstellen? Na gut, dann lande ich halt so. Upsa. Kann ich hier eigentlich vorbei? Moment, drehen, drehen, drehen. Ja, geht. Passt. In Dagoero. So. Und der Mogre, der war da ganz... Moment. Ups, rechts. So, ich mich hier kann, da brauche ich nicht mal nachsehen. So, ups, Schalter drücken. Hoch mit mir. Ach ja, Dagoero. Ich finde das cool, dass man hier durch die ganze Welt geschickt wird, irgendwie mit den Mogres. Und hallo, wie sieht's mit dir aus? Wir sind Autogramm? Was hast du für einen Rang?
B, ja, geht gerade noch so. Ist besser geworden seit letztem Mal. Weil wenn ich auf Rang S bin, dann sagt er mir den richtigen Namen, den er hat. Ich weiß ihn natürlich schon. Ich gebe einen kleinen Tipp, Leute. Es beginnt mit einem G. Wie einmal Günther. So, nein, nein, er heißt nicht Günther. So. Ein Brief von Mois, danke für die Zustellung, Kupo. Von Mois an Moklea. Irgendwie müssen wir das Mocknetz wieder zum Laufen bringen. Aber dazu brauchen wir anscheinend etwas Bestimmtes, Kupo. Ich weiß selbst nicht so genau, was das sein könnte. Aber wenn man mich fragt, dann kann es doch nur dieses Zeug sein, Kupo. Genau, es muss es Zeug sein, du weißt schon, Kupo. Wenn Mois von dem Zeug spricht, dann meint er damit meistens: Das ist es, ich hab's, Kupo. Nimm das zum Dank. Okay, was meint er denn? Eine Bitte, Kupo. Wir geben den Brief an Kupo. Okay, wieder zurück nach Alexandria. Das weiß ich ohne nachzusehen. So. Hast du irgendwas Neues zum Spielen? Ich glaube nicht, ne? Da war doch was. Ja, da hat nichts Neues. Als wo ich wieder ein bisschen Geld habe, kann ich mal schauen, ob ich weitere Rüstungen kaufen kann. Lass mal gucken. Hallo? So, lass mal sehen. Ah ja, hier. Okay, Morgenschein brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt einfach nur geschaut, ob ich es im Inventar habe oder angelegt. In diesem Fall, nein. Kaiserhelm. Akkupanzer, Karabine. Okay, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. So muss es sein, Leute. So und nicht... Moment, warum gehe ich eigentlich hier nicht zurück? Ich kann hier auch schließlich zurück, wegen dem Lift hier. Yay! Ding, ding. So. Und jetzt heißt wieder zurück nach Alexandria. Und dann wäre diese Sidequest eigentlich auch schon beendet. Fast zumindest. Fast. Es fehlt dann noch eine Kleinigkeit. Man muss, glaube ich, den ganzen Mocknet das dann auch geben, was ihnen fehlt. Ist ja klar, ne? So. Mogri, ich komme zu dir und gebe dir eine weitere Kupolus ab. Da wird mir ja ganz Kupoik hier dabei. Wuhu! Aber ich mag die Mogris, Leute, ganz im Ernst. Falls euch fragt, seit wann existieren eigentlich die Mogris? Ha, seit Final Fantasy 3. Was ich komischerweise noch nicht Let's Played habe. Kommt noch, Leute, kommt noch. Auch wenn mein Englisch vollkommen eingerostet ist. Aber es wird kommen. Weil das Spiel gibt es nur auf Japanisch und Englisch. Und ich bevorzuge Zweiteres. Mein Japanisch ist noch nicht so gut. Wa watashi wa irgendwas ta. Nein, fast nicht weg. Das war jetzt gerade ein bisschen Blödsinn, aber egal. Man muss ein bisschen Blödsinn reden, wenn man schon Japanisch ist. Ne? Und meine Betonung ist auch nicht richtig. Ja, ja, ich weiß. Ich kann es nicht richtig. So, eine weitere Phoenix. Hast du noch mehr wie Phoenix da unten, mein Freund? Ich meine, ich sag okay, her damit, aber trotzdem. Immer das Gleiche ist auf Dauer auch langweilig. Jetzt habe ich schon 3 oder 4 Phoenix da hintereinander bekommen von ihm. Der hat auch nichts mehr anderes, oder wie? So. Auf geht's nach Alexandria und den wahrscheinlich letzten Brief im Spiel abzugeben. Und dann gibt's keine Briefe mehr für mich zum Zustellen. Okay, das war so ein bisschen zu sarkastisch, glaube ich. Ups. Immer von Alexandria rechts landen, Leute, dann müsst ihr nicht rundherum gehen, nur so nebenbei. Es sei denn, ihr wollt herumgehen bei Alexandria. Rundherum. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Okay, es hat länger gedauert, vor allem, weil ich die Kuponisse abgegeben habe. Jede einzelne jetzt. Am Ende nochmal. Aber es fehlen noch immer viele Kuponisse, die ich abgegeben habe. Aber jetzt ist es schon zu spät. Aber ich hätte weit zurückgehen müssen. Wirklich sehr weit. Und das hätte mich zu genervt. Ganz im Ernst, Leute. Ich habe nachgeschaut. Es wäre wirklich zu nervig geworden für mich. So. Stetskin, ich glaube, für mich hast du noch nichts, ne? Ich habe mich mal ein bisschen über das Mogrimilien gemacht. Aber also eigentlich ist mir noch irgendwie nicht klar. Ist recht. Hier bitte einen Kupo-Brief. Ein Brief von Moklea?
Mogian Kubo, wissen, was die Maschine des Mognets wieder intakt bringen kann? Das Schönheitsöl, Kubo! Jemand in Alexandras Haus angeblich besitzen, Kubo. Wir müssen es finden und zur Hauptzentrale bringen, Kubo. Das Schönheitsöl, Kubo? Aber keine Ahnung, wo er es hat, Kubo. Keine Ahnung, wer es hat, mein Freund. Das Schönheitsöl. Ich glaube, das war das Stilzkin, oder? Nein? Okay, wer war das? Ach stimmt, die war das. Ich erinnere mich. Ja, ist schon ewig her. Habt ihr eine Idee, Leute, wer es haben könnte? Ja, nein? Es ist in Alexandria, soweit kann ich schon mal sagen. Und es ist jemand, den wir sehr gut kennen. Die gute Ruby. Schönheitsöl? Wo hat der Hus das benutzt, du? Du wolltest auch welches? Wofür brauchst du denn das Zidane? Ach so, du weißt, was ich genauso in Zidane habe, wie ich bekomme? Doch nicht? Ach Julia, Mütti schickt mir sowieso jede Woche welches, kannst du das haben. Schönheitsöl halten. Jetzt habe ich's, das willst du doch bestimmt irgendein Mädel schenken, wat? Ja, am besten Lilie. Habe ich nicht gesagt. So, und das gibt's auch als Beschreibung hier. Schönheitsöl. Nur um diese Creme zu finden, die eine zarte und geschmeidige Haut verleiht, habe ich mich auf Reisen begeben. Macht doch nur Spaß, Stilzkin. Ach, darum habe ich gedacht, dass es Stilzkin hat, weil es hier im Ding steht. Und hier haben wir auch Leo und ein weiterer Kupus. Und Leo werde ich auch noch abgeben. Und dafür gibt es ein richtig geiles Item da. Und jetzt, glaube ich, kann man mit dem Schönheitsöl zur Mognet-Zentrale fliegen und sie reparieren und endlich dann das auch fertig machen. Die muss ich nicht geben, ne? Na, und die auch nicht, ne? Ja, ein bisschen lustig. Ja. Na dann, auf zur Mognet-Zentrale. Ich war schon mal dort, ne? Ist nicht so ein weiter Weg mit der Invincible. War damals mit dem goldenen Schokobo dort. Ich glaube, mit der Hildegard 3 kann man dort auch hinfliegen. Ist aber etwas umständlich, weil man dort einen grünen Platz finden muss. Wie der Invincible geht. Und genau, ich wollte ausprobieren, ob ich euch auf der Insel, Mitte der Insel landen kann. Auf Mitte der Weltkarte, auf gut Deutsch. Das probiere ich gleich mal aus, aber soweit ich weiß, dürfte das nicht gehen, weil da ein Berg ist und ein riesiger Wald. Und der Invincible hat da keinen Platz mehr. So, lass mal kurz gucken. So viel Zeit muss noch sein, Leute. Bevor es aufgeht zum nächsten Part, weil dieser Part schon extrem lange ist. Ich meine, ich werde natürlich weiter spielen. Nee, so ist es nicht, ne? Nur damit ich hier nicht so lange rendern muss und ihr nicht einen Stundenpart habt zum Angucken. Weil die meisten haben nicht so lange Zeit, ne? So, lass mal sehen. Diese Insel hier meine ich. Und, oh, man könnte hier locker mit der Invincible hier parken. Okay, das geht. Das geht. Ich dachte, man kommt hier nur mit dem goldenen Chocobo her. Aber nein. Man kann auch mit der Invincible her, aber nicht mit der Hildegard 3. Das geht nicht, Leute. Was es auf dieser Insel gibt, Leute? Etwas sehr, sehr Böses. Nicht nur böse, etwas übertrieben Böses. Und nebenbei den inoffiziellen stärksten Gegner im Spiel. Ja, inoffiziell. Offiziell ist es ein anderer. Aber inoffiziell gibt es dort auch den stärksten Gegner im Spiel, wenn man ihn bekämpfen will. Aber es ist so gut wie unmöglich, gegen ihn zu gewinnen. Selbst auf Level 99 ist es extrem hart. So, willkommen zurück auf der Mognet-Zentrale, Leute. Und Chefchen, ich hab da was für dich, Mokrimilian. Sag bloß, das ist Schönheitsöl. Können wir es davon haben? Kupo, kupo, kupo. Vielen Dank, Kupo. Jetzt können wir endlich wieder... Schmeiß die Maschinen an! Öl. Und die Maschine läuft wieder! Dankeschön, hier zeigt unseres Dankes. Ein Protektring erhalten. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein, wenn ich alles alleine aufbrauche. Ja, der gute Mogrimilian will eine schöne Haut haben. Und jetzt endlich funktioniert auch die Mognet-Zentrale wieder. Jetzt wird das Mognet wieder auf vollen Durchlauf, Kupo. Danke, dass du 24 Briefe zugestellt hast, Kupo. Der hat das mitgezählt, ja? 24 Briefe, dieses abzugeben. So, hier kommt ein Brief. Da wird dann weitergegeben. Ups, darunter. Zu dieser Dame gebracht. Die macht den Brief darüber.
Und dann sieht man nicht mehr, was damit geschieht. Schade eigentlich. Und hier steht's, Kin. Oh, scheint wie es funktionieren. Yay! Da freut sich auch das Schildskin. Jetzt geht die Post ab, Kupo. Yep. Hier ist die Muckezentrale. Es geht voll die Post ab hier. Und ich glaube, die kann man jetzt nicht mehr ansprechen, ne? Nope, geht nicht. Kann man nicht ansprechen. Man kann auch keinen Brief oder so sammeln. Ja, das ist nett hier, ne? Gut, Leute. Bis nächstes Part und ciao.